Hallo zusammen und willkommen zurück bei Car Mechanic Simulator 2018. Und bevor wir mit der Verlosung beginnen, gibt es hier noch eine kleine Mod-Vorstellung. Der Phil hat hier irgendwas eingebaut an dem Wagen und hat mich gefragt, ob ich den Q7 mal vorstellen könnte. Machen wir doch glatt, aber erstmal verpassen wir dem natürlich eine andere Farbe. Ich würde sagen, machen wir schön in Schwarz, ne wahr? Matt schwarz kurz. Sehr schön. So, der Q7. Sieht auf jeden Fall erstmal sehr, sehr schnieke aus. Gefällt mir sehr gut. Und dann machen wir mal alles auf. V12 gibt es natürlich noch nicht. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Auf jeden Fall hier schön gemacht. Der Motor schon mal. Und hier hinten haben wir dann den Kofferraum. Ja, da passt einiges rein, würde ich sagen. Ne? Ich weiß gar nicht, was ist denn das hier? Das ist einfach nur die Auflage von den für die Heckklappe. Gute Frage. Hinten hat man auf jeden Fall auch ordentlich Platz. Das sieht schon ganz gut aus. Und dann würde ich mal sagen, machen wir mal wieder alles hier zu und steigen einmal ein. Jo. Tacho bis 300. Ist schon ganz nett gemacht. Hat der Phil auf jeden Fall wieder einen guten Wagen hingekriegt, würde ich mal sagen. Ich selber bin ja nicht so der Freund von den SUVs. Aber der ist auf jeden Fall schick. So, und dann machen wir mal die Karosserie an und aus. Gucken wir uns mal den Motor an. Ja, standardmäßig halt. Auch Zylinder, 12 gibt es nicht. Ladeluftkühler haben wir hier. Da haben wir die Batterie. Da fehlt leider der Anschluss zum Fächer. Aber ganz nett. Okay. Jo. Ich sehe jetzt nicht, was Phil jetzt meinte, was für eine Besonderheit hier er noch eingebaut hat. Er hatte gesagt, der Car-Saloon würde ausreichen. Aber ich kann leider nichts entdecken. Können wir nochmal einsteigen? Natürlich sollten wir, wenn wir schon einsteigen, auch alles anmachen. Ne? V12. Nicht, dass er wieder hier irgendwo einen Finger ran gemacht hat, aber ich sehe nichts. Und hier im Cockpit können wir auch leider nicht zoomen, aber nö. Phil, du kannst ja schreiben, was du gemacht hast. Ich habe es wahrscheinlich übersehen. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall der Q7. Könnt ihr euch auch im Steam Workshop runterladen. Schnieker Wagen. Okay, dann kommen wir zur Verlosung, würde ich sagen. Und dann sind wir auch schon da bei einem super Zufallsgenerator, den habe ich ja schon ein paar Mal benutzt hier. 11 Leute haben diesmal mitgemacht. Eigentlich mehr, aber einige haben mir wohl nicht zugehört, als ich gesagt habe, diesmal kommen nur Leute dran, die noch keinen Wagen haben, weil in der letzten Folge haben 2 Leute einen Wagen gewonnen, die schon einen hatten. Ja. Und wir wollen ja alle irgendwie motorisieren hier bei uns. Also fangen wir mal spontan gleich an und generieren die erste Zahl. Und das ist die 8, der Florian K.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen BMW, neu gebraucht. Das notieren wir hier gleich. Und als nächstes machen wir dann gleich mal weiter und generieren die 2. Das ist der Martin Giecher. Der wollte auch den BMW. Auf Platz 2 hat er den Camaro. Und damit kriegt er den Camaro. So, schade für den Phil, der uns ja immer die schönen Wagen moddet, aber der immer fleißig noch mitmacht. Der ist jetzt raus, weil den Dodge will er nicht haben. Und ja, Craftfilm würde ich endlich mal gönnen, weil der macht auch jedes Mal mit. Genau wie der Zocker Pro, der hat auch, glaube ich, auch schon ein paar Mal mitgemacht. So, jetzt generieren wir die nächste Zahl und es ist die 5. KF bekommt den Dodge. Ist sein Drittwunsch auch. Ja, alle anderen, schönen Dank fürs Mitmachen. Aber es kann ja immer nur einer bzw. 3 gewinnen. Okay, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir die nächsten Wagen verlosen. Da ist auf jeden Fall schon mal jetzt der Lotus Esprit dabei. Den machen wir ja gerade. Den habe ich ja letzte Woche Freitag angefangen. Ja, und dann noch 2 andere. Ne? Müssen wir mal schauen, was da noch kommt. Okay, dann statten wir die Wagen mal mit Kennzeichen aus, würde ich sagen. Und da bin ich schon wieder zurück hier bei Car-Mechanik Simulator 2018. Und abseits der Vergabe des Kennzeichen oder der Kennzeichen haben wir hier noch den Lotus Omega vom guten Manni OGMK 164. Der hat sich das Lotus Lenkrad gewünscht und Lotus Felgen von der Elise und eine Nummer breiter als vorher. Habe ich mir gedacht, passt ja, DLC haben wir ja. Und dann habe ich schon mal die Felgen hier gekauft und ausgewuchtet. Aber erstmal machen wir natürlich die Kennzeichen. Und wo beginnen wir? Natürlich hier beim Erstplatzierten Florian K. und den BMW hier. Jo, da gucken wir mal. Weiß und schwarz. Mal gucken, was wir da für Kennzeichen holen könnten. Wir nehmen natürlich US-Kennzeichen. Ne? Alles US-Kennzeichen hier. So, weiß und schwarz. Was würde denn gut aussehen? New York haben wir auch schon. Ja, mit weiß und schwarz haben wir nichts. Achso, und natürlich ist noch was anderes. Wir wollen natürlich auch noch den Camaro über die Teststrecke jagen. Also nicht die Teststrecke, die Geländestrecke. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jo, passt. Florian K. Der BMW. So. Bringen wir mal eben an hier. Zack. Ein paar haben wir ja hier. Müsste ich mal alle verkaufen. Ne? Hier McPhister und Blackbeard. Okay, die sind noch nicht zu verkaufen. Bad Boy haben wir auch noch. Ja, ob wir die noch mal brauchen. So. Macht er natürlich gelb. Aber ich denke, das passt ganz gut. Ja. Da war der Finger. So. Ja, ich finde, kann man so anbieten, ne? Okay, das war der Florian. Dann schieben wir den Wagen mal wieder ins Parkhaus. Weil wir brauchen ja Platz hier, ne? So, auf Platz 2 war der Martin mit dem Camaro. Da gehen ja auch vorne und hinten Kennzeichen dran, oder? Ja. Muss ja immer schon gucken. Das Heck, das gefällt mir noch nicht. Ich
überlege mal, ob wir die Stoßstange hier noch abbauen und was anderes dran bauen. Demontage, Stoßstange hinten. Gucken wir uns mal eben an. Nochmal. Hätte ich vielleicht schon eher machen können. Aber wir haben ja Zeit in dieser Folge. Ne? Uns hetzt ja keiner. Camaro. So. Hm. Stoßstange vorn. Wo ist Stoßstange hinten? Da. Drag, drag. Welche haben wir jetzt? Das ist jetzt die Frage. Meine, so teuer sind die ja nicht, ne? Holen wir diese hier. Der Hund träumt wieder. Ich weiß nicht, ob er das hört. So. Gucken wir mal. Die haben wir so dran. Und das ist... Jawohl. Sieht auf jeden Fall besser aus, ne? Wollen uns ja nicht irgendwo festfahren gleich, wenn wir mit dem Ding durchs Gelände schroten. Gut. Hm, gucken wir mal. Wegen der Kennzeichen. Eigentlich würde ich sagen, auch was Dunkles. Aber... Hm. Wo fährt man denn hier durchs Gelände? Was ist denn sehr birgig? Utah haben wir zumindest, glaube ich, noch nicht, ne? Texas Truck würde natürlich auch gut passen bei dem Teil. Komm, wir nehmen Utah. So, zwei Stück. Und das ist dann der gute Martin. Kaufen wir. Und dann haben wir noch den Charger, den KF gewonnen hat. Der Charger ist auch schwarz. Ne? Wir brauchen mal andere Farben. Nehmen wir nochmal New York. Alaska passt so einer nicht hin. Ne? Arizona würde auch gut passen. Komm, wir nehmen Arizona. Zwei Stück. KF. Bam. So, dann fix hier das Kennzeichen angebracht an den Camaro. Martin. So, zack. Und hier hinten auch. Wupp, wupp, wupp. Jo, passt. So, und der gute KF kriegt hier ehemals Blackbeards Wagen, den er gespendet hat, großzügigerweise. Dafür schulde ich ihm ja auch noch ein Auto, aber er ist ja sehr wählerisch. Müssen wir mal schauen. Nö. Hallo? Kabelchen. Und... Arizona. KF sieht jetzt halt sehr kurz aus, ne? Okay, du kannst dann auch weg. Ab ins Parkhaus mit dir. Hier schrauben wir jetzt mal eben die Lotus-Felgen drauf und hängen das Lotus-Lenkrad da rein. Dann ist der Money auch abgespeist. Eine Nummer breiter. Wollte er ja haben. Ich will hoffen, dass er zufrieden ist. Zack. Und nächste Felge. Lotus. Und hier hinten noch. Dann sind die neuen Schuhe drauf. Fahren wir mal runter, stellen wir einen Eingang und dann kommt das Lenkrad dran. Sieht auf jeden Fall jetzt passend dazu aus. Sehr schön.
Fahrzeug bewegen. Zweiter Stellplatz. Und nicht vergessen, auf dieser Seite einsteigen ist ja ein Rechtslenker. So. Den müssen wir wieder so demontieren. Das raus. Das rein. Einmal reingesetzt. Na. So, Manni, ich hoffe, du bist zufrieden. Wagen läuft, würde ich mal sagen. Vielleicht sollte ich dir noch mal einen Screenshot schicken. Jo, das machen wir mal eben. Dann ist der Manni froh und kann sich auf die morgige Folge, also diese Folge, dann freuen. So, F2, nein, F1. Sup. Fokussieren. Ah, wir machen hier mehr die Felgen. Vorher war das Dings besser. Mit dieser schiefen Terfe. Mit dieser tiefen Schärfe ist das so eine Sache. So, nicht vergessen, nachher noch den Manni schicken. So, du gehst jetzt auch ins Parkhaus. Und dann kommen wir zur Geländefahrt mit dem Camaro hier. Bin ja mal gespannt, wie der sich schlägt. Zack, auf die Geländestrecke. Und dann schauen wir mal. Der sollte auf jeden Fall keine Probleme mit dem großen Hügel haben. Der Sound ist natürlich ätzend wieder, aber das kennen wir ja schon. Ich glaube, wenn wir hier richtig Gas geben, fliegt der da oben drüber, oder? Wollen wir mal Just for Fun ausprobieren. Ein bisschen Anlauf noch nehmen. Oh! Das sollte auch treffen, ne? Wie gut, dass der Wagen keinen Schaden nimmt. Aber wir können hier erstmal die andere Strecke hier weiterfahren. Boah. Das hat aber auch nur seiner vielen Power zu verdanken, dass er hier so gut rüberkommt. Mal gucken, wo hier es hier lang geht. Da müssten noch Schilder stehen, das wäre viel besser. Das ist echt wie bei Mad Max hier, oder? Nicht da runterfahren. Irgendwas vergessen. Oder? Sind wir da noch nicht? Hier vorne können wir ja noch lang. Mal gucken, wie wir da lang kommen. Hier. Boah, ist ja kaum steuerbar. Versuchen, den Wagen wirklich gerade zu halten da hoch und nicht über den Baum fahren. Seitliche Begrenzung. Ah. Man kommt auf den Stein da. Gut, wie gesagt, dass der keinen Schaden nimmt. Versuchen wir mal von der Seite hier. Ist zwar nicht eigentlich gewünscht, aber ist uns ja egal. Aber hier haben wir nicht so viel Möglichkeiten zum Anlauf nehmen. Geht aber. So. Jetzt soll es aber reichen. Wir wollen Martin den Wagen heil geben. Jetzt bin ich mal gespannt. Halt, eins probieren wir nochmal aus, ob wir hier außen Stand hochkommen. Ich meine, genug Power hat der Wagen ja. Jo. Ohne Probleme. Ist auf jeden Fall eine geile Idee gewesen, diesen Wagen zu nehmen.
haben wir mal was anderes. Okay, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, sind alle zufrieden. Und die, die nichts gewonnen haben, wie gesagt, schätze mal 2 Wochen, dann haben wir wieder die nächste Verlosung. Macht es gut, Leute. Ciao, ciao.